Herzlich willkommen zur Folge 9 von Pferd und Recht mit Frau Dr. Birgit Schröder, Rechtsanwältin Ihres Zeichens. Hallo Frau Dr. Schröder. Und dem Bernhard Schwormeier. Hallo nach München. Hallo, beide Damen. Unser aktuelles, heutiges Thema ist natürlich auch sehr brisant und betrifft uns eigentlich alle und jeden Reiter. Es geht um Unfälle und wie es da mit der rechtlichen Frage aussieht. Jetzt hört man doch öfter, dass die Krankenkassen zum Beispiel gewisse Sportarten als besonders gefährlich einstufen und dann nicht mehr bezahlen. Sollte was passieren, wie sieht es denn da mit dem Pferd aus? Wenn ich vom Pferd falle, gehört es schon in die Kategorie besonders gefährlich oder bin ich da noch safe? Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir haben ja tatsächlich statistisch die meisten Unfälle im Haushalt, nicht? Also so der Klassiker, dass ich beim Gardinenaufhängen oder beim Fensterputzen von der Leiter falle und mich dann möglicherweise auch schwer verletze, das ist halt gar nicht so selten, wie man denkt. Und ob ich nun reite oder ob ich nun Snowboard fahre oder vielleicht auch Fallschirm springe, grundsätzlich sind die Kosten, die dann entstehen, von der gesetzlichen Krankenversicherung abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt vom Pferd fall und ich muss, keine Ahnung, ins Krankenhaus geflogen werden, muss dort operiert werden, weil es vielleicht eine schwerwiegende Verletzung ist, habe da eine lange Krankheitszeit, das ist von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckt oder, wenn ich privat versichert bin, eben von der privaten Krankenversicherung. Ab wann hört es dann auf mit dem Versicherungsschutz? Na, die spannende Frage ist eigentlich, was passiert danach? Also in der Akutphase oder auch in der Reha-Phase sind diese Kosten gedeckt. Die Frage ist aber, was passiert, wenn ich beispielsweise danach meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, weil ich einen hohen Querschnitt habe oder weil mir Gliedmaßen fehlen oder was auch immer. Das ist dann etwas, was sozusagen existenzbedrohend werden kann. Und deswegen ist es gerade für Reiter sicherlich zu empfehlen, eine private Unfallversicherung zusätzlich abzuschließen. Reicht da die Unfallversicherung oder geht es da noch weiter? Brauche ich da noch mehr so Erwerbsunfähigkeit und so weiter? Oder ist es deckt die dann wieder alles ab, egal ob es jetzt vom Reiten kommt oder von einem normalen Verkehrsunfall? Na, die Frage ist natürlich immer, welches persönliche Sicherheitsbedürfnis habe ich und wie viel Geld bin ich auch bereit, sozusagen in diese Versicherung zu investieren? Also es gibt Leute, die haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, jetzt nicht nur wegen des Reitens, sondern generell, weil sie halt sagen, wenn ich den Beruf nicht mehr ausüben kann, dann will ich da abgesichert sein. Das ist so ein bisschen persönliche Geschmacksfrage sicherlich. Also ich finde wichtig, tatsächlich eine private Unfallversicherung, die eben ausreichenden Schutz gewährleistet. Ob man darüber hinaus noch mehr machen möchte, muss man dann im Einzelfall für sich persönlich entscheiden. Das hängt natürlich auch davon ab, was mache ich beruflich. Also ich sage mal so, bis man als Anwalt quasi berufsunfähig wird, das dauert eine ganze Zeit, nicht? Also selbst wenn Sie im Rollstuhl sitzen, könnten Sie noch tätig sein. Aber natürlich gibt es auch Erkrankungen oder Unfälle, die auch einen Schreibtischtäter, wenn wir ihn so nennen wollen, dann quasi in die Knie zwingen. Insofern muss man tatsächlich auch so ein bisschen gucken, was mache ich. Bernhard. Ich stelle es mir sehr schwer vor, dass man überhaupt herausfindet, welche der beteiligten Personen schuld ist an so einem Unfall. Wie geht denn der Anwalt vor? Weil wenn einer vom Pferd fällt, klar, da kann das Pferd schuld sein, da könnte theoretisch der Boden der Reithalle schuld sein, vielleicht derjenige, der das Pferd verkehrt gefüttert hat, weil er irgendwie einen Hafer gegeben hat, ohne dass er das gewusst hat. Oder wenn es ein Reitlehrer war, der dabei war, könnte es auch der gewesen sein. Oder man war es vielleicht auch selber. Wie geht der Anwalt vor? Spricht er da zuerst vielleicht mit der Polizei, die den Unfall aufgenommen haben? Oder wie macht er das? Also es kommt halt tatsächlich ganz stark drauf an, ne? Also wenn es im Rahmen des Reitunterrichts quasi auf einem Schulpferd erfolgt ist, dann wäre sicherlich eine der ersten Anspruchsgegner, wäre der Reitlehrer, beziehungsweise wenn er als angestellter Reitlehrer beim Reitverein ist, sicherlich dann der Reitverein möglicher Anspruchsgegner. Wenn es auf dem eigenen Pferd passiert ist, dann wird es halt schwierig mit Ansprüchen, nicht? Dann habe ich wahrscheinlich keinen, an den ich mich wenden kann. In der Praxis ist es allerdings so, dass ja viele Unfälle im Gelände passieren und da dann häufig ja auch im Straßenverkehr, also sozusagen in Kontakt mit anderen, entweder mit anderen Pferden oder mit anderen Verkehrsteilnehmern. Und da muss man dann wirklich in der Situation konkret gucken,
ob man jemanden einen Vorwurf machen kann oder ob es vielleicht wirklich was ist, was ganz schwer zu ertragen ist für die Betroffenen, nämlich tatsächlich eine schicksalhafte Geschichte, wo man jetzt niemanden persönlichen Vorwurf machen kann, wo jetzt keiner schuld ist in dem Sinne, dass er dafür jetzt irgendwie bezahlen müsste. Der Anwalt wird da wahrscheinlich in den wenigsten Fällen alleine helfen können. Läuft sowas immer auf einer Gerichtsverhandlung dann raus? Also es kommt halt stark auf die Situation an. Wenn es jetzt zum Beispiel was ist, was ich gegen den Reitlehrer oder gegen den Reitverein richtet, vielleicht mit dem Vorwurf, Aufgabe im Unterricht war zu schwer oder ungeeignetes Pferd ausgesucht oder etwas in der Richtung oder Anfänger vielleicht noch gar nicht in der Lage, ohne Longe tatsächlich klarzukommen, dann wird man immer erstmal eine außergerichtliche Einigung versuchen. Das heißt, man würde dann die Gegner anschreiben, die würden das an ihre Versicherung weitergeben, dann korrespondiert man mit der. Und nur wenn das nicht gelingt, also entweder weil man sich der Höhe nach nicht einigen kann oder weil die vielleicht schon dem Grunde nach gar keine Haftung sehen, dann überhaupt würde es auf ein Klageverfahren hinauslaufen. Das darf man sich also nicht so vorstellen, das heißt, derjenige, der vom Pferd fällt, erhebt dann am nächsten Tag Klage, sondern es ist eher so, dass da meist relativ lange außergerichtliche Verhandlungen erst stattfinden und nur wenn die scheitern, würde es überhaupt auf ein Klageverfahren hinauslaufen. Wie wichtig ist es in diesem Fall, weil da geht es ja um Pferde, um die eigene Problematik rund ums Pferd, wie wichtig ist es denn da tatsächlich, dass ich da einen Anwalt bemühe, der sich auch mit Pferden auskennt? Weil normalerweise könnte ich ja zu jedem Anwalt gehen, aber ich sehe da irgendwie, eigentlich ist es ganz wichtig, dass man zu einem Anwalt kommt, der sich mit Pferden auskennt. Ja, ich glaube, es erleichtert auch die Kommunikation, nicht? Wenn Sie einen Anwalt haben, der ungefähr weiß, was Sie meinen, der also auch Ihre Sprache spricht und selber schon mal auf dem Pferd gesessen hat und weiß, wie so ein Reitunterricht stattfindet, dann ist es, denke ich, einfacher, einen Zugang zu der Problematik zu finden. Und Sie gehen ja mit einem gebrochenen Bein, gehen Sie ja auch nicht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und es ist eben, wie in allen Berufen auch bei den Anwälten, schon sinnvoll, da auch eine gewisse Spezialisierung zu haben, weil es für den Anwalt einfacher ist, die Fälle zu bearbeiten, aber einfach auch für den Mandanten einfacher, weil er einen Ansprechpartner hat, der weiß, wovon er redet. Also Frau Dr. Schröder, Sie kennen sich mit Pferden aus. Warum reiten Sie selbst auch oder haben Sie Pferde? Ja, ich reite auch selber, meine Kinder reiten und das ist sozusagen unser großes Hobby und von daher habe ich eine ungefähre Vorstellung davon, wenn halt jemand anruft und erzählt, er ist vom Pferd gefallen und ist jetzt ganz, ganz schwer verletzt gewesen und lange im Krankenhaus gewesen, habe ich halt eine ungefähre Vorstellung davon, was da möglicherweise passiert ist, wo man ansetzen kann und das ist für die Mandanten häufig ganz wichtig. Also für Unfälle, die in irgendeiner Form mit Pferden passieren, ist man bei Ihnen eigentlich in besten Händen, oder? Ja. Ja. Wie kommt man an Sie? Und am einfachsten alle Kontaktdaten im Internet zu finden unter www.dr-schröder.com. Und ob dann der Unfall passiert ist, ich meine, in München wäre für Sie kein Problem, oder? Nee. Also wir vertreten tatsächlich bundesweit und sind da auch nicht ortsfest, das heißt, wir würden dann auch nach München kommen, aber es ist ja so, dass moderne Kommunikationsmittel das eigentlich auch relativ einfach ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten, auch wenn man nicht vor Ort ist. Wird da immer die Polizei auch eingeschaltet, wenn was passiert, wenn einer vom Pferd fällt und sich verletzt? Ist eher seltener. Also aus meiner Erfahrung ist es eher selten, dass das passiert. Habe ich relativ selten gesehen, ein, zwei Mal. Normalerweise ist es halt so, dass sofort dann Notarzt vor Ort ist, Rettungshubschrauber, je nachdem wie schwerwiegend es ist, Krankenwagen, Polizei ist wirklich sehr, sehr selten. Das würde eigentlich erst dann kommen, wenn strafrechtliche Ermittlungen irgendwie eingeleitet werden und das ist wirklich selten. Also umso wichtiger, guter Anwalt, haben wir jetzt schon gehört. Heike, hast du noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen, nur die Anmerkung mit der modernen Kommunikation, die es halt auch uns ermöglicht, dieses Angebot aufzuzeichnen, zu produzieren und zur Verfügung zu stellen. Diesen Google Hangout, diese Videokonferenz nach Hamburg, über München, nach Nürnberg, ja, das macht es natürlich leichter, so ein Angebot überhaupt zu veröffentlichen. Vielen Dank. Vermutlich werden die Anwälte auch immer mehr benutzen, diese Technik. Ja.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.